ein Jahr und sechs Monate und keinen Tag weniger im Stasi-Gefängnis in Potsdam. Das war die Strafe für Dieter Drewitz, weil er zwei Briefe an den Westberliner Sender RIAS geschrieben hatte, 1966. Der Staatsanwalt, der ihn ins Gefängnis brachte, hieß Manfred Grützner, einer der schärfsten Ankläger der DDR. Nach der Wende wurde Grützner nicht etwa bestraft. So, und was hat man gemacht nach der Wende? Man hat ihn in die Kommission gewählt oder eingesetzt, die dann mit der Überprüfung der politischen Urteile befasst war. Das muss man sich mal vorstellen, den Bock zum Gärtner zu machen. Ein Fall typisch für Brandenburg. Jetzt hat der Bundesrat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das damit Schluss machen könnte. Die Behörden dürfen jetzt die Stasi-Akten ihrer führenden Beamten überprüfen und das noch bis 2019. Das Land Brandenburg enthielt sich bei der Abstimmung, denn in der Landesregierung aus SPD und Linkspartei gibt es Streit darüber. Die SPD begrüßt die neuen Chancen, Stasi-Mitarbeiter zu enttarnen. Wir haben aber damit die Möglichkeit, gerade im Polizeibereich Führungskräfte zu überprüfen. Und das ist bei uns besonders wichtig, weil wir im Zuge der Polizeistrukturreform des Landes Brandenburg derzeitig viele neue Positionen besetzen. Und da wollen wir einfach 100% sicher gehen, dass es da keine Vorbelastung gibt. Es wäre schädlich für das Bild der Polizei. Und zwar nicht zum ersten Mal. Immer wieder gab es Skandale, wie den um diesen Stasi-Spitzel, der ohne jede Überprüfung in den Polizeidienst übernommen wurde. Damit will der Innenminister jetzt Schluss machen. Ganz anders der Justizminister von der Linkspartei. Volkmar Schöneburg lehnt jede Überprüfung der Richter und Staatsanwälte ab. Warum? Keine Auskunft, kein Interview. Brandenburg macht seinem Ruf als betonköpfig alle Ehre. Sehr zum Ärger von Ulrike Poppe. Die erste brandenburgische Stasi-Beauftragte lehnt die Politik des Justizministers ab. Als Demokrat muss man das erstmal respektieren, gleichwohl ich bin anderer Meinung und es gibt viele mit mir, die meinen, man sollte jetzt diese Chance nutzen. Vielleicht, jede Entscheidung ist auch rückgängig zu machen und vielleicht ändert sich auch nochmal der politische Wille in dieser Hinsicht. Viele Menschen, die hier Jahr um Jahr eingesessen haben, teilen diesen Optimismus nicht. Die Stasi-Opfer wissen, Brandenburg hat eine Tradition der Nichtaufarbeitung. Das Ganze ist ja schon eingeleitet worden vom Ministerpräsidenten Stolpe damals. Ich kann mich noch erinnern, er hat damals nach der Wende das Land Brandenburg als die kleine DDR bezeichnet. Er hat das im positiven Sinne gemeint, aber heute sehen wir, das zeigt sich jetzt nur noch im negativen Sinne. Und diese Entwicklung ging weiter und es ist mir unverständlich, wie Herr Platzek das so weiterführen konnte. Herr Platzek, der heutige Ministerpräsident, gibt dazu leider keine Auskunft. Unsere Bitte um ein Interview wird trotz mehrfacher Nachfrage gar nicht beantwortet. Dabei gibt es immer wieder neue Stasi-Fälle in Brandenburg. Die DDR-Richterin Schäfer sprach reihenweise lange Haftstrafen aus, noch 1989. Und nach der Wende, dieselbe Richterin entscheidet am Sozialgericht Potsdam ausgerechnet über Entschädigungsfälle von Stasi-Opfern. Erst kürzlich wurde sie versetzt. Unschuldig verurteilt wurde Heidelore Rutz. Sie wurde 1983 in Jena festgenommen, weil sie zum sogenannten Weißen Kreis gehörte. Ausreisewillige kleideten sich weiß und stellten sich schweigend im Kreis auf, was für sich genommen in der DDR nicht verboten war. Gleichwohl landete sie im Gefängnis für ein Jahr und drei Monate. Die Kinder wurden ihr weggenommen. Ihre damalige Richterin wurde nach der Wende rehabilitiert und bekam eine Zulassung als Rechtsanwältin in Brandenburg. Ich verstehe überhaupt nicht, dass die Richter und Staatsanwälte überhaupt Leute, die damals Unschuldige verurteilt haben, jetzt nicht überprüft werden sollen oder selber dafür sind, dass sie nicht überprüft werden brauchen. Es sind intelligente Menschen, eventuell, dass sie Arbeit finden und sich suchen, das finde ich ehren- und lobenswert. Aber sie dürfen überhaupt nicht wieder über uns, über sie oder über irgendjemanden urteilen. Alte Kader in neuen Roben. Roland Jahn bewegt dieses Thema seit mehr als 20 Jahren. Der heutige Direktor der Stasi-Unterlagenbehörde hat wie in diesem Bericht nach der Wende als Fernsehjournalist gearbeitet und über Fälle berichtet, die immer noch nachwirken. Damals wie heute will er Klarheit über die Verantwortlichen für Willkür und Unrecht in der DDR.
Wichtig ist, dass Transparenz hergestellt wird, dass Offenheit da ist, dass die Bürger wissen, wer jetzt in wichtiger Funktion ist für den Rechtsstaat, was diese Menschen früher für die DDR, für den Staat der Unterdrückung getan haben. Und deswegen ist es wichtig, dass Überprüfungen stattfinden. Aber sie finden nicht statt. Ja gut, aber es steht in der Freiheit der einzelnen Ministerien, es steht in der Freiheit der einzelnen Minister, hier zu entscheiden. Sie müssen dafür die politische Verantwortung tragen. In der brandenburgischen Justiz heißt das Schweigen, Vergessen, die Akten ruhen lassen. Warum hält sich die sogenannte kleine DDR bis heute so stabil? Vielleicht ist die Zusammensetzung der Bevölkerung ein bisschen anders, weil das ja schließlich Berliner Umland ist. Und da gab es sehr viele Parteischulen und Militärakademien und also sehr viele Institutionen, die staatstragend waren. Diese Zeiten sind mehr als 20 Jahre vorbei. Und für die Opfer aus den Stasi-Gefängnissen kein Ende ihrer leidvollen Geschichte. Solange unsicher ist, wer in der Justiz woher kommt, wird sich daran wohl auch nichts ändern im Land Brandenburg.